Frau Bäumler, Ihr Paket. So groß. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen das Paket. Ich frage Paul, ob er jemanden schickt, der Ihnen die Sache hochbringt. Danke. Tot. Frau Czerny. Hat sich Herr Gellert wieder gemeldet? Es muss doch ein Trost für ihn sein, dass meine Fotos abgelehnt wurden. Herr Gellert fotografiert längst am anderen Ende der Welt. Ich denke nicht, dass er hier wieder auftaucht. Bedauerlich, hm? Wieso? Vermissen Sie ihn? Sie? Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. ACF Tetzlaff? Montag, 14 Uhr. 17 Minuten. Nein, nicht 30, 17. 17 Minuten. Ja, wiederhören. Scheiße. Och nein, Lena, bitte. Schau mal, du kennst mich doch mittlerweile so gut. Sieh mich an. Sieht so der Leiter der Nähabteilung aus. Dann stell dir vor, ich alleine den ganzen Tag mit diesen Frauen. Das ist... Lena, ich bin Designer und zwar durch und nicht der Schlechteste. Das weiß ich. Trotzdem brauchen wir einen Ersatz für die Näherei, bis Natalie wieder arbeiten kann. Ja. Also bitte, sei lieb, reiß dich zusammen und fall mir nicht in den Rücken, ja? Bitte. Was würdest du ohne mich machen, hm? Verdammt viel vermissen. Was hältst du denn hiervon? Als Leiter der Nähabteilung, oder? Hm. Naja, zeig mal her. Mhm. Für dich würde ich es tragen. So, ich muss. Ciao. Tschüss. Lena. Hallo, Papa. Also, gestern bist du wieder erst nach Mitternacht nach Hause gekommen. Vielleicht war ich ja in der Disco oder mit dem kompletten FC Augsburg essen. Also, im Moment ist mir alles lieber, als wenn du so viel Zeit in der Firma verbringst. Meinetwegen auch mit dem FC Augsburg, aber dann bitte mit der Altherrenmannschaft, ja? Oder mit der E-Jugend. Birgit, ich mache mir Sorgen. Kannst du das nicht verstehen? Ich habe Spaß an meiner Arbeit, Papa. Ich bin geistig topfit. Und ich verspreche dir, ab morgen tue ich auch wieder was für meine körperliche Fitness. Nein. Ich kann dich nicht verstehen. Birgit, ich warne dich. Wenn du nicht endlich zur Vernunft kommst, dann weiche ich nicht mehr von deiner Seite. Das kannst du ruhig als Drohung auffassen. Papa, ich würde sagen, darüber reden wir später. Du musst zum Arzt. Quatsch. Ich brauche keinen Arzt. So, bevor ich vernünftig werde, wirst du erst mal vernünftig. Und jetzt komm. Seit Tagen schleicht Herr Tetzler von meiner Gronewult rum. Was läuft denn da eigentlich ab? Ehrlich? Ach, Lena, was soll denn das? Ich dachte, wir sind ein Team, wenn schon keine Freunde. Ich habe vor ein paar Tagen ein Telefonat von Herrn Grünewald mitgehört. Da ging es um eine Wohnung, über 600.000-700.000 Euro. Naja, der Mann sucht halt eine Wohnung. Diese Wohnung ist in Kapstadt und gehört ihm. Ach, jetzt spionierst du schon hinter ihm her. Ich weiß nicht was, aber irgendwas stimmt nicht mit ihm. Die berühmte weibliche Intuition? Wie du das sagst, klingt wie ein Geschwür. Ich werde noch mal einen Blick in seine Unterlagen werfen und ein paar Telefonate führen. In Ordnung? Danke. Frau van den Loo. Herr Römer. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ganz meinerseits. Ja, schön haben Sie es hier. Möchten Sie eine Tasse Kaffee oder einen Cognac? Nein, danke. Lassen Sie uns gleich zur Sache kommen. Bitte. Wie kann ich Ihnen oder Cape Altorn helfen? Es geht um eine Augsburger Textilfabrik. Ihre Bank war dort eine Zeit lang sehr engagiert. Althofer? Die Zusammenarbeit wurde auf Wunsch der Firma beendet. Ich möchte, dass Sie Anteile für mich kaufen. Wie viel? Genug, damit niemand ohne meine Kooperation die absolute Mehrheit bei ACF erreichen kann.
Also, meines Wissens verfügen Sie bereits über ein größeres Paket. Mein Bruder verfügt darüber. Können Sie das diskret für mich abwickeln? Sicher. Aber darf ich fragen, warum sich Cape Itron plötzlich für eine Firma interessiert, die Stoffe herstellt? Dürfen Sie nicht. Ist das ein Problem für Sie? Entschuldigen Sie meine Neugier, Frau van den Loo. Ich will offen zu Ihnen sein. Obwohl die Zusammenarbeit beendet ist, verbindet mich mit der Firma mehr, als es normalerweise üblich ist. Aus diesem Grunde sitzen Sie hier. Durch Ihre alten Verbindungen kennen Sie die Firma besser als jeder andere aus Ihrer Branche. Manuela, das kannst du doch nicht machen. Die Verträge sind doch längst unterschrieben. Die Verträge beziehen sich auf die ursprünglich vereinbarten Lieferzeiten, die ihr nach eigenen Angaben nicht einhalten könnt. Aber du warst doch mit den neuen Lieferzeiten einverstanden. Nein. Ich habe gesagt, ich werde mit dem Vorstand sprechen und sehen, was ich tun kann. Der Vorstand hat abgelehnt, das war's. Manuela, du hast abgelehnt. Du hast abgelehnt, weil du wütend auf mich bist. Dass ihr Männer euch immer so maßlos überschätzen müsst. Du hattest deinen Spaß, ich hatte meinen Spaß. Und jetzt geht's wieder ums Geschäft. Manuela, wo bist du jetzt? In München. Warum? Ich kann in einer Stunde bei dir sein, ja? Dann lass uns alles in Ruhe. Nein. Manuela! Keine Candlelight-Dinner, kein trauriger Hundeblick und vor allem keine Spielchen im Bett. Was soll das, Manuela? Ich dachte, wir hätten das geklärt. Du weißt doch ganz genau, dass ich... Du kennst die Verträge. Haltet euch daran oder ihr seid draußen. Plus Konventionalstrafe. Hör auf zu heulen, du Kuh. Nix, nada, nothing. Er hängt zwar dauernd am Handy, aber sonst keine konspirativen Treffen während oder nach der Arbeit. Keiner, der an seine Campingbustür klopft. Nichts, ich kann nichts finden. Außerdem drehe ich langsam durch in der Doppelrolle Assistent-Detektiv. Vielleicht bilde ich mir ja tatsächlich alles nur ein. Wer sagt denn das? Dr. Holzknecht. Heute noch. Bitte. Also wenn wir bis morgen nichts finden, dann hören wir auf. Versprochen. Danke. Ein neues Beauty Case. Warum müsste das denn sein? Es hat doch bestimmt ein Vermögen gekostet. Na und? Ist doch mein Geld. Wer hat denn ihr eine Spielzeugeisenbahn bestellt? Herr Kruse, jetzt hör endlich auf. Tolle Spaßbremse. Wow, ein DVD-Player. Der war sicher richtig teuer. Oh Mann, das ist ja schöner wie Weihnachten. Ein Hoch auf unsere Schnäppchenkarte und ihre Prozente. Bitte, das Ding vibriert ja wie der Teufel. Das sind ja ganz neue Seiten in dir. Was ihr immer gleich alle denkt. Ah, Frau Stamm, ist mein Vater da? Ja, aber er telefoniert. So, das hier muss sofort raus. Und den Brief, den habe ich nochmal geändert. Eine Frau Kiefer von der UMS-Bank möchte Frau Czerny sprechen. Sie hat immer versucht, Herrn Tetzlaff zu erreichen, aber scheinbar geht es im Moment nicht. Deshalb ist sie bei mir gelandet. Kiefer, ja, ich kümmere mich drum. Vielleicht ist ja Lena endlich zur Vernunft gekommen und versucht, einen Kredit aufzutreiben. Das glaube ich nicht, dass sich die UMS-Bank auf so ein Harakiri-Unternehmen einlässt. Die Bank von Lausitz macht das. Ja, dann sagen Sie das, Lena. Das werde ich heute Nachmittag tun. Wäre schön, wenn Sie dabei sein könnten. Ja, Althofer? Birgit? Ich bin im Krankenhaus. Papa hat einen Kreislaufkollaps. Also, dass Töchter immer so übertreiben müssen. Außerdem, Handys sind hier verboten. Könnt ihr die Sitzung nicht ohne mich... Ach so. Ja, dann bin ich heute Nachmittag zurück. Papa? Nee, der kann auf keinen Fall. Ja, natürlich kann ich. Sag mal, reichen dir die Untersuchungsergebnisse noch nicht? Erhöhte Blutfettwerte, hoher Blutdruck und Verdacht auf Fettstoffwechselstörung. Jetzt hör doch auf! Ich bin übrigens sehr gespannt, was der Arzt gleich zu deinen Herzkranzgefäßen sagen wird. Ja, wo bleibt denn dieser Kurfuscher überhaupt? Du, ich sage dir, wenn der in 3 Minuten nicht hier ist, bin ich hier weg! Melanin, Größe 42, Katalogseite. Die Lieferzeit beträgt 2 Wochen, das Kleid. Hallo, es sind Sie wunderbar. Ich habe die Miete gestern überwiesen. Nein, das wird nicht nochmal vorkommen. Niemand
Niemand trägt irgendwelche Möbel aus meiner Wohnung. Schon gar kein Gläubiger. Sie kennen doch Frau Weigand, die sitzt den ganzen Tag am Fenster und spinnt sich irgendwelche Geschichten zusammen. Nein, Sie kriegen das Geld heute noch. Ja. Katja! Das kann doch nicht sein. Alle Zeitungen schreiben, dass Kapstadt boomt. Aber du sagst, wir kriegen für das Apartment nur einen Dumpingpreis. Was soll ich machen? Die geben nicht mehr. Die Kohle sitzt nicht mehr so locker, auch nicht in Kapstadt. Also wie viel? Auf jeden Fall unter 700.000. Das reicht ja gerade für die Option und ein paar Reparaturen. Falls wir die Option bekommen. Ich weiß nicht warum, aber deine Schwester hat ein Angebot gemacht für die 200.000 Acres in bar. Sie will einen Tausch machen. Land gegen meine Anteile an Cape Itron. Dann akzeptiere es. Du hast nur Anspruch auf Cape Itron, wenn die ACF-Aktie steigt auf ein Minimum von 35 Euro. Das ist überhaupt nicht machbar. Aber meine Schwester glaubt, dass ich es schaffe, du nicht. Deswegen will sie mich mit dem Land erpressen. Wir haben das Vorkaufsrecht nur noch für eine Woche. Dann müssen wir bezahlen. Gib's auf, Stefan. Nimm die 3 Millionen oder was sie dir bieten für deine Aktien und komm zurück. Ich habe nicht vor, ihr Cape Itron in den Rachen zu werfen, nur damit ich es bequem habe. Oh, es ist also eine persönliche Sache. Es ist immer was Persönliches, Bob. Tja, aber es geht jetzt nicht um deine Schwester. Es geht im Moment um die Chefin von der Firma in Augsburg. Deine neue Flamme. Ich will das, was mir zusteht. Sonst nichts. Dann werde ich das erste schwarze Mitglied im Königlichen Golfclub. Eine Woche. Eine Woche. Aber mach keinen Scheiß, ja? Ich muss los. Ich rufe wieder an. Okay, bis bald. Ja, was ist los? Deine Tage hattest doch schon letzte Woche. Lass mich in Ruhe. Reden hilft, Katja. Vor allem bei Depressionen und diesen plötzlichen Ängsten, die einem die Brust zuschnüren, die einem das Herz rasen lassen, wenn man am liebsten weglaufen will. Depressionen kriegt sie, wenn sie deine komischen Bücher liest. Ich bin pleite. Ja, wer ist das nicht? Ich bin so pleite, ich kann die Miete nicht zahlen und die Couchgarnitur, die ich letzte Woche gekauft habe, muss ich auch zurückgeben. Alle Personen, die uns Herr Grunewald als Referenz angegeben hat, haben entweder direkt oder indirekt etwas mit Cape Itron zu tun. Cape Itron hat seinen Hauptsitz in Kapstadt, wo auch seine Wohnung zum Verkauf steht. Naja, das kann auch Zufall sein. Das war ja wohl ein sehr großer Zufall, oder? Ja gut, ich werde mich nach der Sitzung um die Dinge kümmern, die nicht im Geschäftsbericht von Cape Itron stehen. In Ordnung? Ja. Vielleicht erfahren wir dann endlich die Wahrheit. Wie kann man sich auf so einen Wahnsinn einlassen? Ich habe Dr. Holst nicht erzählt, dass ich Sammelbestellerin beim Krüger versandt bin. Ich wollte mich einfach absichern, damit ich danach nicht noch Ärger kriege. Und er meinte, das ist auch in Ordnung. Andere machen Privat-Tupper-Partys und das ist auch okay. Und dann hat er sogar noch was bestellt. Könnte nicht mal jemand? Ach, das hat doch Zeit. Du gibst ihm dann glatt 20%. Warum? Er ist so knuffig. Und außerdem war ich froh, dass ich mir nebenbei was dazu verdienen kann. Es war ein kleines Dankeschön für ihn. Blumenstrauß konnte ich ihm ja schlecht schicken. Holzknecht erzählt der Stangl davon, die der Emma. Und bald glaubt die halbe Belegschaft, dass es bei der Bäumer Prozente gibt. Er konnte nicht wissen, dass das eine Lüge ist. Wie viel Prozent bekommst du wirklich? 3. Ach, ich kapier das nicht. Da macht man doch den Mund auf. Du hast uns doch heute Morgen erlebt. Oder die anderen. Jedes Mal, wenn Katja davon angefangen hat, dass Schluss ist mit den Prozenten, wollten wir es nicht hören. Mir steht den ganzen Tag das Telefon nicht still. Was sind hier eigentlich? Frau Bäumler. Was ist denn passiert? Die 20% Rabatt vom Versandhandel hat Katja aus eigener Tasche bezahlt. Lena, durch deine Aktienverkäufe
haben wir hier nicht mehr die absolute Mehrheit. Das heißt, wir sind ein gefundenes Fressen für diese Finanzpiraten. Und dazu kommen die uralten Maschinen, die uns zusätzlich ausbremsen. Mercantaler und Andé haben längeren Lieferzeiten zugestimmt. Wir können... Es wird keine längeren Lieferzeiten geben. Und die Verträge? Die Verträge beziehen sich auf eine Lieferzeit von 2 Wochen. Alles andere sind mündliche Vereinbarungen. Die genauso gültig sind. Entschuldigt, aber ich habe August mal nach Hause gebracht. Wie geht's ihm denn? Ach, zum Glück ist alles halb so wild. Aber er muss ab jetzt Diät halten und so wie ich ihn kenne, wir mit ihm. Wie weit seid ihr? Ich habe gerade erklärt, dass es bezüglich längerer Lieferzeiten mit Mercantaler und Andé keine schriftlichen Verträge gibt, sondern nur mündliche Vereinbarungen. Die wir aber nicht geltend machen können. Und wir werden uns nicht auf einen Rechtsstreit einlassen, an dessen Ende ein Vergleich steht, der niemandem nützt. Aber ich dachte, mit Frau Pfisterer sei alles geklärt. Woher kommt denn dieser plötzliche Sinneswandel? Es gab da ein paar Detailfragen, daran ist es letztlich gescheitert. Ich kann ja mal mit ihr sprechen. Auf keinen Fall. Also, in einem Punkt, da muss ich Roland recht geben. Die ACF gehört dringend auf solide finanzielle Füße gestellt. Was ist denn an einem Kredit solide? Er gibt uns Handlungsspielraum. Die absolute Mehrheit der Aktien und er erlaubt uns, eine neue Maschine kaufen zu können. Lena, ein neuer Kredit ist unsere einzige Chance. Wir brauchen wieder eine Bank, der wir vertrauen können. Und entschuldige, wenn ich das sage, nicht in jeder Bank sitzt ein Römer. Dein Vater hat recht, Lena. Ja, worauf warten wir denn noch? Ich bin dafür. Was sollte das eben? Wolltest du mir zeigen, was passiert, wenn ich mal was ohne dich mache, oder wie? Ach, Lena. Wie konntest du mir so in den Rücken fallen? Als du mich gebeten hast, einen Teil deiner Aktien zu verkaufen, damit du den Kredit an Römer zurückzahlen kannst, da war ich wie du davon überzeugt, das Richtige zu tun. Aber ich habe auch emotional entschieden. Ich habe gewusst, dass Römer dich liebt und dass du ihn auch mal geliebt hast. Und wie du wollte ich, dass dann Schlussstrich gezogen wird. Also ich habe den Fehler gemacht, ja? Willst du das damit sagen? Wenn uns Cape Itron nicht so im Nacken sitzen würde und wenn das mit der Lieferzeit geklappt hätte, aber so. Roland und dein Vater haben recht, wenn wir nicht bald etwas unternehmen, dann wird es die ACF in dieser Form nicht mehr geben. Und wenn ihr euch irrt? Wenn Cape Itrons Interesse an uns einen ganz anderen Grund hat? Mit einem Kredit sind wir in jedem Fall auf der sicheren Seite. Wir können die Aktienmehrheit zurückkaufen, wir können neue Maschinen anschaffen. Aber wenn du dich irrst, dann verlieren viele Leute ihre Arbeit und du verlierst alles, wofür du jemals gearbeitet hast. Willst du das Risiko eingehen? Ja, ich weiß, dass unsere Mitarbeiter in Wasserburg im Moment über Gebühr strapaziert werden, Herr Dr. Heinreich, und wir arbeiten auch dran. Und sobald der Kredit genehmigt ist, werden... Herr Altofer meldet sich bei Ihnen zurück, ja? Wiederhören. Sag mal, wie spinnst du? Was läuft da zwischen dir und Frau Pfisterer? Nichts. Und warum soll ich dann nicht mit ihr über Detailfragen sprechen? Aus demselben Grund, warum ich mich nie ins Marketing dieser Firma eingemischt habe. Es ist immer deine Aufgabe gewesen. Du warst noch nie ein guter Lügner. Selbst wenn zwischen Manuela Pfisterer und mir irgendwas gewesen sein sollte, Birgit. Ich meine, was würde das ändern? Du warst monatelang in... Ich war an der Klapsmühle, sag's doch. Kein Mensch wusste, ob du jemals wieder zurückkommen würdest. Also war was zwischen euch? Ja. Aber als wir miteinander geschlafen haben? Birgit, es ging ums Geschäft. Es ging um einen Auftrag, ohne den diese Firma nicht mehr existieren könnte. Ach, das heißt, du bist mit ihr ins Bett gegangen, weil ich die Firma runtergewirtschaftet habe? Birgit, natürlich nicht. Ja, wenn das so ist, dann lass mich meinen Job machen und sag mir, wo ich sie finde. Dann kann ich reinen Tisch machen. Das ist das Beste für uns und für die Firma. Du meinst... Du und ich, dass wir... Roland, hör auf! Nach allem, was passiert ist, brauche ich ein bisschen Zeit für mich. Na gut, dann fahr zu ihr. Sie wohnt im Bavaria Hotel in München.
Ja. Herr Dr. Lausitz ist auf dem Weg. Möchtest du dabei sein, wenn Roland mit ihm redet? Nee. Lena. Die Entscheidung, die du damals getroffen hast, war richtig. Aber jetzt ist eine andere Situation. Ich konnte mich immer auf meinen Bauch verlassen. Und auf dich. Das kannst du jetzt auch noch. Auch wenn wir dieses Mal anderer Meinung sind. Lena, du bist meine Tochter, ich liebe dich und ich möchte dir nie wehtun. Aber wir müssen handeln. Vielleicht war es ein Fehler, den Kredit zurückzuzahlen. Ich weiß es nicht. Ich werde unsicher. Was mein Gefühl betrifft, meine Menschenkenntnis, meine Entscheidungen. Und je unsicherer ich werde, desto größer wird das alles hier. Und das macht dir Angst. Wer so viel Verantwortung trägt und keine Angst hat, der ist dumm. Ich hatte auch immer Angst. Denk mal an Roland, Holzknecht. Die Angst darf dich nur nicht lähmen. Da ist der Weg. Und du gehst voran. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Ich begleite dich. Ich nehme dich auch mal bei der Hand. Aber den Weg musst du gehen. Du ganz allein. Wie viel? Mit allen offenen Rechnungen und dem, was ich... Das ganze Trauerspiel. Rund 3.700 Euro. Und das alles nur, weil Sie mir eine Packung künstlichen Fischköder für 29,90 bestellt haben? Abzüglich 20%. Also zuerst mal sagen Sie allen Bescheid, damit die Waren, die noch nicht verbraucht worden sind, zurückgegeben werden können. Aber wenn die alle erfahren, dass ich gelogen habe, dann kann ich ja gleich kündigen. Dann guckt mir ja keiner mehr an. Früher oder später müssen Sie es sagen. Oder wollen Sie ewig so weitermachen? Es tut mir wirklich so leid. Nein. Mir tut's leid. Mein gesunder Menschenverstand oder zumindest meine Erfahrung hätten mir sagen sollen, dass niemand, die nebenbei als Sammelbestellerin arbeitet, 20% Rabatt kriegt. Tja, also, wenn ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen kann, mit der Belegschaft reden, oder? Nein, da muss ich jetzt selber durch. Und irgendwie war es ja schön, alle waren nett zu einem und man war jemand und nicht nur die lustige Dicke aus dem Callcenter. Sie sind nicht dick. Finden Sie? Ja. Danke, Herr Dr. Holzknecht, Sie sind wirklich ein... guter Chef. Und? Was hat er gesagt? Ich soll mit der Belegschaft sprechen, damit ich einen Teil der Ware zurückbekomme. Und außerdem hilft er mir bei einem Kredit. Er ist echt ein toller Mann, Ihr Chef. Ja. Es tut mir so leid, dass ich Sie in diese Situation gebracht habe. Ich sag noch zu Emma und zu Frau Althofer, sie sollen sich an Sie wenden. Es war ja nett gemeint. Wiedersehen, Frau Stangl. Wiedersehen. Also nee. Wir hatten gerade Mittag, da war genug Zeit zum Telefonieren. Nur ganz kurz, okay? Die Dreier stehen geblieben. Wir brauchen Wunder. Und das möglichst vorgestern. Sie wären guter Lehrer. Lehrer? Bin ich lebensmüde? Also bitte. Kann ich Ihnen helfen? Entschuldigen Sie, ich suche Frau Czerny. Zuerst hieß es, sie wäre in Ihrem Büro.
Da war sie nicht und da meinte jemand, dass sie vielleicht hier... Also wenn einer weiß, wo die Lena ist, dann der Herr Tetzlaff. Aber der telefoniert gerade. Und wer sind Sie? Antonia Kiefer. Mhm. Ich hoffe auf unsere Rettung. Obwohl, Sie sind ein bisschen jung für den Job. Erfahrung ist das Wichtigste in unserem Beruf. Ich bringe uns Daniel Kruse. Emma Martinek. Hallo. Hallo. Wieso zu jung? Ich verstehe nicht. Eigentlich bin ich nur hier, um... Die Lena weiß schon, was sie tut. Wenn Sie wollen, dann zeige ich Ihnen die Näherei. Gern, nur eigentlich wollte ich mit Frau Czerny... Eins nach dem anderen. Bitte, lieber Gott, mach, dass sie die Leitung übernimmt und befreie mich aus meinen Fesseln. Um 4 startet Angelas erste Folge und ich sehe hier nur Ameisenkrieg. Ich dachte, Sie haben sich extra was in den Computer einbauen lassen, dass das Ding zur Mattscheibe macht. Flexibilität ist Trumpf, Frau Martinek. Ich kann nicht immer im Büro sein. Jetzt mach schon. Wie kann ich helfen? Das ist die Frau Kiefer. Sie bewirbt sich für die Stelle als Leiterin der Nähabteilung. Wie bitte? Ich bin Bankkauffrau. Und dann bewerben Sie sich um die Stelle? Ich habe mich nicht beworben. Sie hat sich nicht beworben? Ja, aber... Kann ich jetzt bitte mit Frau Czerny sprechen? Ja, wie, heute noch? Unmöglich. Sie hat hier irgendwo meine Möbel und ich müsste ein paar Sachen mitnehmen. Ihr kennt die ja. Überhaupt nicht, die hier wohnen. Ja, kommen Sie. Wenn irgendwas ist, ich bin über Handy zu erreichen. Wird das also doch noch wahr? Kaffee, kleiner Cognac? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Sie kennen die Zahlen, nicht die Konditionen, machen wir es kurz. Tja, ganz so einfach ist es leider nicht, Herr Althofer. Sagen Sie jetzt nicht, dass Sie ein Rücktier machen. Naja, die Zeiten ändern sich und damit die Konditionen. Wie viel mehr? Einen 0,75-Prozentpunkt. Sie können gern zu einer anderen Bank gehen, vielleicht geben die ja Ihnen eine... Sie wissen ganz genau, dass ich das nicht kann. Sie selbst haben mir doch von den Aktienaufkäufen erzählt. Und ich muss sagen, es schreitet gut voran. Was auf unserer Seite den Zinssatz hochtreibt. Ich habe Sie nicht in diese Situation gebracht. Sie verdienen nur an beiden Seiten daran. Das ist ja nur mein Beruf. 0,5%. Sie sind nicht in der Position, um zu verhandeln, Herr Althofer. Irgendwann sind wir es aber wieder. Und dann wollen Sie doch sicherlich wieder mit uns ins Geschäft kommen, Herr Doktor. Wozu an einem so schönen Tag schlechte Stimmung verbreiten? 0,5%. Sobald der Kredit bewilligt ist, werde ich den Kauf der Aktien veranlassen. Dann sind Sie Ihre Sorgen los. Ich bin sicher, Sie werden für neue sorgen. Wie lange wird es dauern? Wie? Bis wann kann ich mit den Kreditverträgen rechnen? Ach, 2 bis 3 Tagen höchstens. Sagen Sie, der Mann dort unten... Welcher? Der linke oder der rechte? Der linke. Unser neuer Ingenieur. Guter Mann. Kronwald oder so ähnlich. Interessant. Ja, wie dem auch sei. Sie hören von mir. In spätestens 3 Tagen. Und Sie würden sich auch um jemand wie mich kümmern, der nicht so viel hat? Ja, sicher. Ein paar ACF-Aktien habe ich, die Ewald verwaltet, aber sonst, man hat ja gesehen, wohin das führt mit den Aktien und so. Das, was an der Börse passiert ist, das hat viele Menschen getroffen. Aber jetzt den Kopf in den Sand stecken und das Geld unter die Matratze legen, das macht auch keinen Sinn. Da weiß man wenigstens, was man hat. Ja, jedes Jahr ein bisschen weniger. Um einen herum wird doch alles teurer. Dabei gibt es so viele Möglichkeiten, sein Geld nach individuellen Gesichtspunkten lohnend anzulegen. Da blickt doch sowieso kein Mensch mehr durch. Mehr Auswahl bedeutet aber auch mehr Chancen. Sie finden doch auch für jeden Stoff das richtige Garn. Was ist das denn? Das ist doch keine Naht. Das ist das Ende der Nähkunst. Wie soll man da noch kreativ sein? Er hat so gehofft, dass Sie die Leitung der Nähabteilung übernehmen. Näherei Emma Martinek. Hallo Emma. Du glaubst nicht, was passiert ist. Ewald hat dir endlich einen Heiratsantrag gemacht. Nein. Das hatten wir doch schon 2-mal. Nein, die Frau Bäumler aus dem Callcenter hat Probleme. Ich brauche deine Hilfe, Emma. Kann ich den Champagner schon mal öffnen? Sekt tut's auch, Inge. In Zukunft kommt's auf jeden Cent an. Hallo. Und? Wie ist es gelaufen? Dr. Lausitz hat den Zinssatz um 0,5 Prozentpunkt nach oben getrieben.
Du hattest recht, wie immer. Ich habe damals eine Entscheidung getroffen, jetzt musstet ihr eine treffen. Welche letztendlich die richtige sein wird. Das werden wir erleben, so oder so. Also wenn ich die Sachlage richtig einschätze, dann können wir uns auf jeden Fall auf das Schlimmste gefasst machen. Das ist ein Grund mehr, sich wieder zu vertragen, oder? Und die Köpfe zusammenzustecken. Frieden? Frieden. Alter Dickschädel, du. Das sagt der Richtige. Guten Tag, Herr Grunewold. Wenn Sie mir eine Versicherung andrehen wollen. Ich sehe vielleicht so aus, aber das will ich nicht. Was denn? Staubsauger, Topfsets? Stefan Grunewold, Sohn von Vanessa Grunewold und Erbe des Elektronikkonzerns Cape Itron. Ich frage mich, was Sie den Leuten hier in Ihrer Verkleidung verkaufen wollen. Ein Topfset sicher nicht. Ja, hier draußen redet es sich so schlecht, vor allem wenn niemand etwas davon erfahren soll. Oder? Kommen Sie rein. Herzlichen Dank. Warum sind Sie damals so plötzlich ausgestiegen? Ich würde, wer weiß, was dafür geben, wenn ich Ihr Talent oder Ihren Erfolg hätte und Sie... Was wollen Sie? Die Frage müsste eher lauten, was Sie hier wollen. Ihre Schwester beauftragt mich, Aktien der ACF zu kaufen und Sie spielen hier den Techniker. Ich habe mit den Aktienkäufen meiner Schwester nichts zu tun. Vielleicht hat ja Herr Althofer eine Antwort für mich. Oder... Frau Czerny? Sagen Sie mir erst einmal, wer Sie sind. Dr. Dieter Lausitz. Ich vertrete die Invent Invest. Wer steht hinter Invent Invest? Max Römer. Und jetzt sind Sie dran. Manchmal ist es notwendig, wieder von vorn anzufangen, wenn man Großes bewegen will. Was bewegen? Wie würde es Ihnen gefallen, einen Kredit über 8 Millionen Euro zu vermitteln? Ich habe einen Taschenrechner, falls Sie sich die Provision ausrechnen wollen. Das kann ich im Kopf. Sie geben mir das Geld und ich garantiere Ihnen eine Verdopplung oder Verdreifachung des Wertes der ACF. In 6 Monaten. Sicherheiten kann ich nicht bieten. Über Cape Itron könnten Sie mir schon jetzt die Sicherheiten bieten. Oder gibt es da was, das ich wissen sollte? Die 8 Millionen zu 1% über dem marktüblichen Zins. Damit mache ich Sie zu einem reichen Mann, Dr. Lausitz. Bedauere. Solange Sie nicht ein paar mehr von Ihren Karten auf den Tisch legen. Lieferung innerhalb 48 Stunden, 7-15% Rabatt gestaffelt, 90-Tage-Ziel. Das ist das Angebot. Entweder Sie gehen darauf ein oder 15. Nicht 12, 15 habe ich gesagt. Wir sprechen dann später weiter. Auf Wiederhören. Sie gehen ja nicht gerade zimperlich mit Ihren Geschäftspartnern um. Was kann ich für Sie tun? Roland hat mir von Ihnen beiden erzählt. Lieben Sie ihn? Ich denke, er hat sich für Sie entschieden. Was spielt das also noch für eine Rolle? Och, es hat aber anscheinend eine Rolle gespielt, als Sie die Verlängerung der Lieferzeiten abgelehnt haben. Oder täusche ich mich? Ich denke, es ist besser, wenn Sie jetzt gehen. Und ich denke, wir sollten endlich damit anfangen, Geschäftliches und Privates voneinander zu trennen. Sie wollen Mode verkaufen. Wir produzieren gute Stoffe und machen noch bessere Mode daraus. Ja, leider nur zu langsam. Wir sind dabei, das zu ändern. Und ich soll Ihnen die Zeit dafür geben? Im Gegenzug dazu erhalten Sie von uns für die nächste Saison eine kleine, aber feine Modelinie, die Sie exklusiv vertreiben können. Wie klein und wie fein? Die Details besprechen Sie am besten mit Roland. Ich bin nur für das Marketing zuständig. Nur? Sind wir im Geschäft?
Gut. Ich bin ein Naturtalent mit vielen Begabungen. Flirten meinst du dabei aber nicht, oder? Aber selbstverständlich. Ich bin der unumstrittene Flirt-Champion der Stadt. Mit Preisen überhäuft. Entschuldigen Sie. Herr Tetzlaff. Jetzt ist sowieso gleich vorbei. Sie haben doch bei der letzten Sammelbestellung von Frau Bäumler dieses Parfüm bestellt. Ja, das wollte ich Angela schenken heute Abend zur ersten Folge. Ich befürchte, daraus wird nichts. Ich brauch's wieder. Besten Dank. Ja, aber was soll ich denn jetzt? Wovor hast du Angst? Scheiße. Ich bin noch bei dir. Ach, Tom. Bei dir klingt das alles so einfach. Morgen Nachmittag bringe ich den Kuchen rüber. Super, wiedersehen. Entschuldigung, ich glaube, Telefon kaputt. Dort. Oh Gott. Noch eine Lieferung. Ja, aber eine Retour. Frau Martinek und ich haben den Vorschlag von Dr. Holzknecht aufgegriffen und sind mal durch die Firma gegangen. Aber das sind ja die ganzen bestellten Sachen. Längst nicht alle. Alle wissen Bescheid, dass sie die Dinge, die noch nicht benutzt sind, wieder mitbringen sollen. Und sie schicken sie dann zurück? Aber dann weiß ja die ganze Firma. Das ist doch egal, Katja. Wenn du noch so eine Kiste bekommst, dann bist du zwar deine Schulden noch nicht los, aber immerhin ein ganzes Stück weiter. Ich kann Sie beruhigen, Frau Bäumler. Durchweg alle, bei denen wir die Sachen eingesammelt haben, waren sehr kooperativ und sehr verständnisvoll. Es haben sogar manche gespendet, die gar nichts bestellt hatten. Oh mein Gott. Es tut mir so leid. Uns tut's leid. Uns hatte alle so das Schnäppchenfieber gepackt, dass sie gar keine Chance hatten, auch mal Nein zu sagen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Danke. ATF Tetzlaff? Frau Czerny? Lausitz war bei Grunewold. Wann? Ich habe mir extra bei Frau Bäumler so einen Mini-Fernseher geholt, aber das Ding hat nicht funktioniert und da... Ich habe die letzten 10 Telefonnummern, die er angerufen hat. Fragen Sie nicht, das nehme ich auf meine Kappe. Ja, okay, ich bin gleich da. Fanello? Who's speaking? What's your name, please? Katharina Fandenlo. I'm sorry, wrong number. Stefan Grunewold war 3 Jahre alt, als sein Vater starb und seine Mutter Vanessa den Betrieb übernahm. Cape Itron gehört ihm? Zum Teil nur. Weil seine Mutter Vanessa hat später noch einmal geheiratet, den Entwicklungsingenieur Peter Johnson. In dem zusammen hat sie eine Tochter, Katharina. Und die hat wieder geheiratet, einen Pierre van den Loo, den sie mittlerweile in die Betriebsführung gehievt hat. Sie glauben gar nicht, wen ich gerade an der Strippe hatte. Katharina van den Loo. Der Typ telefoniert mit der Besitzerin vom Cape Itron. Ja, telefonieren Sie nie mit Ihrer Schwester? Wieso? Ich habe keine Schwester. Schwester. Vor 4 Jahren ist er ohne Angabe von Gründen aus der Betriebsleitung ausgeschieden. Bis dahin aber war es eine Spezialität gewesen, kleine Firmen aufzukaufen, die Filetstückchen Cape Itron einzuverleiben und den Rest wegzuschmeißen, beziehungsweise nach einer raschen Sanierung wieder gewinnbringend zu veräußern. Firmen, wie wir alle sind. Genau. Entschuldigen Sie, dass Sie so lange warten mussten, aber bei uns ist im Augenblick einfach das totale Chaos. Macht nichts. Ich hätte fast eine Karriere als Leiterin der Nähabteilung gemacht. Man weiß nie, wozu man so eine Erfahrung noch braucht. Wann fängt denn Ihre Arbeit an im UMS-Bank-Beratungscenter? Morgen. Mit der Wohnung sieht es allerdings noch schlecht aus. Ich wollte Sie auch fragen, wegen der Miete. Ach was. Wenn Sie mir mal ein paar Tipps geben, was meine Finanzen betrifft, dann sind wir quitt. Ein paar? Hunderte. Natalie. Ja, dann sag ihr, dass Tante Lena sich wahnsinnig freut, sie endlich wieder in die Arme schließen zu dürfen. Hm?
Wie viel? 630.000. Mehr war nicht zu holen, Stefan. Tja. Wir sind weiter im Spiel. Nur das zählt. Aber die Frage ist doch, wie lange noch? Stefan, ich brauch dich hier, verstehst du? Oder willst du, dass mir der ganze Laden um die Ohren fliegt? Ich kann nicht. Noch nicht. Ist es ihretwegen? Bei mir ist alles wie immer. Das weißt du doch. Ich klinge nicht traurig. Ich freue mich für dich. Ja, ja, super. Super sehr. Nathalie, ich kann mich nicht um jeden Mitarbeiter kümmern. Auch nicht, wenn er Stefan Grunewald heißt und dir gefällt. Nein, danke. Und jetzt hör auf, mich zu verkuppeln. Ich habe meine Gründe. Weil er mich getäuscht hat und ich ihm das niemals verzeihen werde. Hör mal, du hast wegen einer Frau deinen Job bei Kip Aitron geschmissen. Und jetzt verrennst du dich in die nächste verrückte Idee wegen einer anderen Frau. Cape Aitron zu verlassen, war die beste Entscheidung meines Lebens. Du bist verliebt. Wie?